Meine lieben Badfreunde. Wir Kleinen. Du bist auch klitzeklein. So, wir sind heute, wie man sieht, Höfe am Brühl, alle Leipziger, die können damit wahrscheinlich was anfangen. In meiner Heimatstadt, nee, gelogen, ich komme gar nicht aus Leipzig. Das erzähl ich eigentlich für eine Scheiße. Der Grund, warum wir hier sind, ja, was ist eigentlich der Grund, warum wir hier sind? Gestern habe ich ein Video hochgeladen, das kam ziemlich gut an bei euch. Wir holen heute ein paar Straßenreaktionen ein. Was denken denn die Leipziger über Bushido? Und was denken die Leipziger über sein neues Album? Also ich würde dich gerne zu einem Album befragen, was gestern rausgekommen ist. Hast du irgendeine Ahnung? Black Friday. Also ich spiele dir jetzt was vor. Du hörst dir das an, so lange wie du möchtest. Ja. Und dann sagst du mir, was du davon hältst, was, ob wie du das findest. Switch Stance von Lars und Bushido. Jeder weiß, wie man meinen Namen schreibt. Immer noch der Staatsfeind Nummer 1. Wenn ihr mich mit anderen Stars vergleicht, erfühlt, selbe erfühlt, Schule, DMX, erfühlt. Giga, Biggie, Busta Rhyme. Das ist Bushido. Das ist ja. Bushido, ja. Das Lied finde ich cool eigentlich. Ja? Also dieser Beat auch. Okay, ich, also Beat ist super? Ja, super. Okay, und Bushido findest du an sich ganz cool? Ja, also wie ihr schreibt, finde ich cool eigentlich. Er ist wirklich ein guter Rapper. Ja. Hast du ihn schon mal vorher gehört? Ja, ich habe vorgestern gehört das Lied von Papa. Hast du geweint? Nee, habe ich nicht geweint, aber das war ein schönes Lied. Also ich schon. Okay, wie lange bist du schon hier? Seit 3 Jahren bin ich in Deutschland. Ja. Du sprichst besser Deutsch als die meisten Deutschen, die ich kenne. Naja. Ist so. Ich kann ein bisschen Sächsisch, weil meine Frau, sie ist aus Sachsen. Okay, erzähl mal was auf Sächsisch. Zum Beispiel, halt die Fresse, du Hässlon. Gucken wir mal, was mit dir mal abspielen. Ja, ich mag Metal, ne? Max Metal? Ich mach mir gleich richtig Freunde hier. Nee, das ist kein Problem. Ich mach auch keine Freunde. Das Lied heißt Ground Zero. Er hört schon mal länger, als ich das vermutet hatte. Yeah, ich hab Schwarzgeld, vor dem kommt mal 18. Du musst dich eigentlich immer anziehen, ne? Eigentlich müssten wir die Klamotten tauschen. Deine Mutter schläft am Tresen ein und stinkt nach Folterschnaps. Okay, für mich sehr schwierig zu bewerten, weil du genau das nicht gemacht hast, was ich mir gewünscht habe. Aber im Grundsatz war es für mich absoluter Scheiß. Ne? Es war absoluter Schrott. Text ist für mich komplett uninteressant. Es war Rap, das interessiert mich gar nicht. Das ist einfach sowas von, es liegt halt hier liegen Kippen, kann ich Musik hinlegen, ja, interessiert mich ganz genauso. Gar nicht. Es war schön, dass du mir Reaktion. Die Musik gegeben hast. Ich gebe sie dir gerne zurück. Das Lied, was er gerade hört, ist Moonwalk von Bushido und Shindy. Hörst du mich? Ja. Okay. Ich glaube, es sieht so aus, als ob er das tatsächlich kennt, Mann. Was ist denn hier noch los? Warum kennen alle Leute dieses Album? Ja. Sag mal was über das Lied. Kennst du es? Ich find's geil, ja. Der Beat ist nicht so aggressiv wie alle anderen, bis auf Oma, Lise und Papa. Das ist ziemlich smooth, oder? Ja, Mann. Das hört sich gut. Zu viele Crew-Namen abgeklopft. Wie mit den Jahren die ganzen Kekos auf den Zug sprang. Er hört sich länger an, als ich gedacht habe. Der Text hört sich ein bisschen übertrieben an. Bisschen übertrieben. Das Gejaule geht mir ein bisschen auf den Sack. Scheiße. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Song hier schreibe. Doch ich weiß nicht, wie ich dich sonst erreiche. Manchmal fühlt es sich an, als ob du in meinen Gedanken sprichst. Und ich würde so gerne antworten, doch ich kann nicht noch einmal mit dir Ami. Reden können. Ich hoffe, du siehst, mir geht es gut, Mama. Keine Angst, deine Lieblingsvollmütze liegt immer noch im Kleiderschrank. Alia will, dass wir den grünen Frosch am Kühlschrank lassen. Niemand darf ihn anfassen, er gehört Oma Lise. Wenn du es jetzt allein zu Hause gehört hättest, hättest du geheult? Ja, denke ich. Denkst du schon? Also den Song, den ich gerade abspiele, so nebenbei, der heißt Papa. Papa, Papa, ein ganz guter Rapper, der heißt Bushido und der hat ganz richtig gut. Ja, ich bin ganz gespannt. Und der rappt ganz. Oh, sieht jetzt nicht so aus, als könnte man es gar nicht hören auf jeden Fall. Ja, das werden wir gleich sehen.
Ich weiß, dass ihr das alles mitbekommt, auch wenn ich versuche, euch dran zu hindern. Ich weiß, ihr hört es von den anderen Kindern, hört es von den anderen Eltern, wenn sie reden auf dem Spielplatz. Andere Papas tragen keine Jogginghosen oder Sneakers. Das Ende ist das Schönste im Song und das muss man auf jeden Fall mal noch mit rüberbringen. Wenn du am Meer bist, ja, und das Meer rauscht so langsam und dann kommt noch eine richtige schöne Welle auf dich zu, wenn er so richtig anfängt und ich will nicht sagen zu rocken oder so, ja. Jetzt, da das jetzt von Kindern ist, ja, also dass er das anspricht, ne, weil viele ja Kinder und ja. Alles Mögliche, finde ich das eigentlich gut, dass er, ich sag mal, so ein bisschen aufrüttelt. Ja. Also es ist schon ein ernster Song, das muss man schon sagen. Das ist es auf alle Fälle, weil in dieser Welt, sag ich mal, wo wir im Moment leben, alles ein bisschen anders da ist. Da kann man ruhig mal ein bisschen mehr Liebe auf jeden Fall im Tag zeigen. Ja. Das, was er jetzt hören wird, ist derselbe Künstler, nur ein ganz anderes Lied. Eins, was, ich sag mal, nicht so schön klingt. Der Song, den er gerade hört, der heißt Angst. Angst ist so ein Song, da steht auch, glaube ich, dran, explizit davor. Yeah. Ich bin mal gespannt, wie lange er sich den anhört. Eure Zahlen rot, so wie Heinz Ketchup. Er ist stark, er hat auf jeden Fall schon Sachen gehört, so wie es aussieht. Wir haben ja eingesagt. Also mach hier nicht auf knausrig, du Erbsenzähler. Deine Mutter dreht die Sense um im Second-Hand-Shop und gibt irgendwelchen alten Second-Hand-Shop. Genau, ist doch gut. Der ist gut? Ja, ich finde den jetzt gut. Vom Text her. Auf jeden Fall ist er deutsch, was ich mache. Okay, der Text war jetzt nicht schlimm sozusagen? Nö.